Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, was mich sehr begeistert, und ich hoffe, ich kann euch auch diese Begeisterung vermitteln. Und zwar ist das Thema: Wie reagiert man auf gegensätzliche Meinungen? Ja? Wie reagiert man auf Meinungen, die dem widersprechen, was man selbst glaubt? Ja? Und der Grund, warum mich dieses Thema so sehr interessiert, ist, weil ich ein leidenschaftlicher Philosoph bin, ja? Ein Hobbyphilosoph, könnte man sagen. Ich liebe es, mir nicht nur Wissen anzueignen, sondern auch darüber nachzudenken, was ist jetzt die Wahrheit. Ja? Es gibt zwei Meinungen, ja? Eine Meinung und eine andere Meinung, und ich möchte richtig gerne rausfinden, was ist, ist die eine Meinung wahr oder ist die andere Meinung wahr oder ist vielleicht keine wahr, die Realität ist ganz anders. Und ich bin wirklich immer sehr interessiert darin, wie es wirklich in der Realität aussieht. Ja? Was ist wirklich wahr und was können wir wissen? Und ich musste letztens an dieses Thema denken, weil ich ein YouTube-Video geschaut habe, wo ganz viele Kommentare waren von Menschen, die eine bestimmte Meinung vertreten haben. Ist jetzt irrelevant, welche das war, aber was mich so fasziniert hat, dass viele der Menschen geschrieben haben, ja, das ist doch so offensichtlich und wir können die nur so dumm sein. Und im Prinzip haben sie jeden, der anderer Meinung war, als dumm bezeichnet. Und das sehe ich sehr oft bei vielen Menschen leider, dass sie eine bestimmte Meinung haben und dass sie sich nicht vorstellen können, dass man irgendwie anders denken kann. Aber es gibt ganz viele Leute, die anders denken. Und es gibt auch viele kontroverse Themen, über die man das so diskutieren könnte. Und gerade wenn es so eine, wenn es eine Debatte ist im öffentlichen Leben, wenn viele Zeitungen darüber schreiben und so, oder es gibt halt bestimmte Bewegungen und dann gibt es eine Gegenbewegung und dann gibt es Demonstrationen und so weiter. Es gibt ganz viele Menschen, die ganz viele unterschiedliche Meinungen haben. Und ich denke, es ist wichtig, über Menschen, die eine andere Meinung haben, nicht einfach zu denken, ja, die sind einfach dumm oder die verstehen es einfach nicht und ich habe aber recht und so und die sind einfach nur gemein oder sind einfach nur böse. Ich denke, es ist wichtig, sich auch damit zu beschäftigen, was die Argumente sind der anderen Menschen, ja, die Argumente von den anderen Menschen, ja. Und das finde ich dann auch immer faszinierend, mich damit auseinanderzusetzen. Warum denken die Menschen so, wie sie denken? Und das ist dann total spannend für mich. Ja? Und ich denke, es ist wichtig, dass wenn man eine Position hat, ja, wenn ich eine Meinung habe, dass ich weiß, warum ich diese Meinung habe, was sind die Argumente und auch, dass ich weiß, wie die Gegenargumente sind. Ja, nicht nur, dass ich eine Meinung habe und diese Meinung vertreten kann, sondern dass ich auch die gegensätzliche Meinung vertreten könnte. Ja? Also bei Themen, mit denen ich mich sehr auseinandergesetzt habe, würde ich sagen, dass ich auch gut die Gegenposition vertreten könnte. Ja? Ich könnte einfach die Gegenposition einnehmen und dann dafür argumentieren, obwohl das nicht meine Position ist. Und das, denke ich, ist sehr wichtig. Das kann ich natürlich nur zu einem bestimmten Grade und ich kann es nicht perfekt. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das kann. Ja? Dass man nicht einfach die Gegenargumente einfach nicht kennt. Ja? Weil dann kann man sich gar nicht sicher sein, ob man auch im Besitz der Wahrheit ist oder nicht. Ja? Und es ist wirklich wichtig, dass man versucht, die
Realität zu erkennen, dass man versucht, nach der Wahrheit zu suchen. Denn ich denke, je näher wir an der Wahrheit sind, ja, man kann es natürlich nicht perfekt schaffen und man kann sich immer nur annähern, aber das heißt nicht, dass man es nicht versuchen sollte. Und je näher man aber die Realität als solche erkennt, ja, je näher man wirklich wahre Überzeugung hat, ja, oder wahre Ideen, desto besser läuft es meiner Meinung nach im Leben. Ja? Aristoteles meinte, durch die Wahrheit kommt Tugend und durch die Tugend kommt Lebensglück. Ja? Also laut Aristoteles können wir nur glücklich sein, wenn wir nach der Wahrheit streben. Und um die Wahrheit zu erlangen oder um der Wahrheit näher zu kommen, ist es wichtig, die eigenen Argumente zu kennen, die eigene Position und auch Gegenargumente. Insofern ist jetzt meine Herausforderung für euch, versucht darüber nachzudenken, was mit euch passiert und welche Gefühle ihr habt und welche Gedanken ihr habt, wenn ihr von Menschen hört oder die andere Meinung haben als ihr. Ja? Ich bin wie immer gespannt auf deine Meinung, was du davon hältst und auch ich bin gespannt auf die Antwort auf die Frage, wie reagierst du, wenn du Argumente hörst, die deinem Weltbild widersprechen? Wie reagierst du, wenn du von Menschen hörst, die du nicht magst, die Dinge sagen, von denen du überhaupt nicht überzeugt bist? Ja? Wie reagierst du auf solche Menschen? Ja? Und es ist natürlich nicht immer einfach, ruhig auf Menschen zu reagieren, die andere Meinungen haben. Aber mich würde es sehr interessieren, wie du auf solche Menschen reagierst. Und wie gesagt, ich bin nicht perfekt. Ja? Ich reagiere auch manchmal sehr negativ auf Menschen mit anderer Meinung. Und es fällt mir manchmal schwer, mich dazu zu bringen, von ihnen zu lernen. Aber das ist eigentlich mein Ideal. Das ist, was ich machen möchte, ist von anderen Menschen lernen. Okay? Ich bin gespannt auf deine Meinung und bis morgen. Tschüss.